Rednerin Katharina Kucharowicz, SPÖ. Eigentlich am laufenden Tonband. Thomas Schmidt backt aus und die Bundesregierung ist mit sich selbst beschäftigt. Die ÖVP lähmt die gesamte Republik und das seit Monaten. Der Bundespräsident meinte ja eigentlich, so sind wir nicht. Aber die ÖVP ist anscheinend so. Korruptionsvorwürfe, niveaulose Chats, Umfragetools, die womöglich Wahlen beeinflusst haben, etwaige Einflussnahme bei Steuerprüfungen oder Steuererleichterungen für Superreiche, für die Spenderinnen der ÖVP. Angriffe auf die Justiz, die Ausdünnung von Aufklärungsbehörden und. Geschätzte Damen und Herren, ein Skandal nach dem anderen und alle im Zusammenhang mit der ÖVP, nämlich alle im Zusammenhang mit ehemaligen, aber auch aktiven Spitzenrepräsentantinnen der ÖVP. Aber die ÖVP macht sich weiterhin die Welt, wie sie ihr gefällt. Keine Entschuldigungen, kein Hauch an ernst gemeinter Aufklärung, nur ziemlich vehemente Dementi. Und all das mitten in einer Inflation von mehr als 11%, wo Preise explodieren, wo viele nicht mehr wissen, wie sie das tägliche Leben leisten können bzw. wie sie überleben. Und sie bedienen ihre Spenderinnen und Spender, während die echten Hilfen ausbleiben. Die Bevölkerung soll aber dankbar sein, werte Kollegen und Kolleginnen der ÖVP und der Grünen, für Almosen, für Einmalzahlungen, obwohl Milliardärinnen Steuererleichterungen bestellen konnten und sie diese scheinbar erfüllt haben. Das ist unverschämt. Das ist unverschämte Politik. Das, was die letzten Monate ans Tageslicht gekommen ist, dieser Stil der Politik ist abstoßend. Er ist unerträglich und es handelt sich nicht um einen Einzelfall. Dafür sind viel zu viele Personen involviert. Eine ganze Partei ist involviert. Und dieser Politikstil, er hat System. Und er wurde nicht auf Bundesebene erfunden. Das System Kurz, Stichwort Ballhausplatz, wurde gefördert und befördert durch das System der ÖVP Niederösterreich, durch die ÖVP Niederösterreich. Und Kurz, geschätzte Damen und Herren, wäre nicht Kanzler geworden, niemals Kanzler geworden, ohne der Landeshauptfrau Mikl-Leitner. Sie war eine der Königsmacherinnen und hat Kurz all ihre Leute zum Support zur Verfügung gestellt. Deshalb auch nicht überraschend, wer sonst alle in Führungsfunktionen der ÖVP bzw. in der Regierung bzw. im Parlament ist und war. Generalsekretär Stocker, ein Niederösterreicher. Abgeordneter Hanger, ein Niederösterreicher. Bundesministerin Tanner, eine Niederösterreicherin. Bundesminister Kahner, ein Niederösterreicher. Bundeskanzler Nehammer aus Niederösterreich. Und der Nationalratspräsident himself, Wolfgang Sobotka. Also Niederösterreich saß und sitzt an den Hebeln der Macht in der ÖVP und in der Regierung. Das System der ÖVP ist das System der ÖVP Niederösterreich. Was dabei rauskommen kann, sehen wir heute erneut mit einem Novum, das eingetreten ist, nämlich als ÖVP, als Kanzlerpartei, sich an keine Konsultationsvereinbarung zu halten, nämlich nicht mit den Strafvermittlungsbehörden zu kooperieren. Sie wollen morgen Thomas Schmidt im Untersuchungsausschuss alles fragen. Man pfeift einfach auf Kooperationen mit den Strafvermittlungsbehörden, um möglicherweise für sich selbst auch einen Vorteil herauszuholen. So etwas gab es noch nie, noch nie. Und sie machen sich weiterhin die Welt, wie sie ihnen gefällt. Und das alles auf Kosten unserer Republik, auf Kosten der Demokratie und auf Kosten der gesamten Politik. Das geht so nicht. Die Republik ist kein Selbstbedienungsladen der ÖVP. Und wir haben diesen Stil alle satt. Und es ist mehr als an der Zeit, dem endlich ein Ende zu setzen, werte Kolleginnen der ÖVP. Während viele nicht mehr wissen, wie sie überleben können, blockieren sie. Machen sie den Weg frei. Und werte Kolleginnen und Kollegen der Grünen, Ihrem Slogan, wen würde der Anstand wählen, bitte folgen Sie dem und sorgen Sie gemeinsam mit uns für Neuwahlen. Jetzt! Dieser politische Stil, der in den vergangenen Monaten ans Licht gekommen ist, sei abstoßend und es sei kein Einzelfall, sondern habe in der ÖVP-System, so Katharina Kucharowicz von der SPÖ. Sie kritisiert, dass die ÖVP bei der morgigen Befragung von Thomas Schmidt im Urschuss nicht auf die Themenliste der WKStA Rücksicht nehmen wolle.